Grüß euch beinahe, servus. Ich hab's noch geschafft, pünktlich vor Weihnachten. Ich möchte euch unbedingt noch die Top 4 meiner beliebtesten Weihnachtslieder präsentieren. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, oh Mann, der Otto hat's bestimmt wieder mit irgendeinem anderen Text hinterlegt und verschandelt die schönen Lieder. Richtig, natürlich hat er das. Genauso mag er das nämlich. Ich mach's halt so gern, okay? Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir starten mit meiner Nummer 4. Immer zu Adventbeginn, da hat der Bäcker Fridolin Plätzchen schon parat mit Schokolade. Letzten Montag war er nicht konzentriert, beim Plätzchen machen war er zmiert. Teigmaschine spinnt, falsch bedient. Bei Stufe 10 war es enorm, der Kniethaken ist locker worden, fliegt Richtung Bäcker, schritt, oh shit. An des Weihnachtsbäckers Ei, ja, das gab ein Mordsgeschrei. Das weiß jeder Mann, dass dies weder kann, kriegst du einen Schlag in den Hoden, zack, ja, des Weihnachtsbäckers Ei. Ja, die Lust war gleich vorbei, oh mein. Aua! Fritz geht gern in Christkindlmarkt, weil ihm der Glühwein sehr behagt. Er schützt sich 6-8 Tassen auf eine Stunde ein. Sein Kopf, der glüht, die Hemmung sinkt, dann sinkt er sein Ex, die Julia, und winkt. Sie gibt ihm noch eine Chance und merkt nicht, dass er schon zu war. Hallo Julia, hallo Julia, hallo Julia, hallo Julia. Bist du Ada? Unser Lehrbuhr, der grüßt ob Bauern, vor lauter Käden haben sie sie schon auf Fingern kauen. Der Meiermaler schimpft, ah so ein Graffi, da steig ich halt bestimmt nimmer Affi. Jetzt kommt's zum Ringer und grüßt wird Batschnuss. Der Lehrbuhr sagt zum Meister, hey, muss jammer bloß. Der schreit vom Auto raus, geh Burg, komm halt her. Wir lassen das Grüßen stehen und deren halt nix mehr. Lass grüßt uns, das rost schon nicht zusammen. Das Klump ist aus Alu, das halb sonders lang. Heut bauen wir's nicht ab, holen uns lieber ein Bier und schütten wir uns das übern Fläschl. Geh weiter, lass grüßt uns, das rost schon nicht zusammen. Das Klump ist aus Alu, das halb sonders lang. Heut bauen wir's nicht ab, holen uns lieber ein Bier und schütten wir uns das übern Fläschl. Feier letztes Jahr, da war die Lisa nicht da. Sie hat das Wirtshaus nicht gefunden, in der die Weihnachtsfeier war. Drum haben wir ihr was gekauft für heuer, dass sie auch hinfind zur Weihnachtsfeier. Jetzt hoffen wir bloß, sie nimmt's her, dann fällt ihr's hinfahren mit dem Auto nicht schwer. Ob die Lis mit dem Navi fährt, ob die Lis mit dem Navi fährt, dann kommen sie ja zum Schweinsbrunnen, wenn's ihn gibt, dann bestimmt nicht spart. Dann noch ist gewiss, dass sie's platt.
Dann noch ist gewiss, das ist Blatt. Das liegt dann nicht am Schweinsbohn, sondern eher am Schokolad. Und jetzt zum Abschluss hätte ich noch eine kleine Sache vorbereitet. Jetzt wird's seriös, der Otto wird seriös. Ja, ich zeige mich mal nicht von meiner Kasperl-Seite, sondern ein bisschen ernst. Ich habe nämlich zum Schluss noch was Weihnachtliches ausgedacht.